Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kostenlosen Indie-Horrorspiel. Close Your Eyes spielen wir. Ich muss zugeben, ich bin bei kostenlos und ja, das hier ist 2D-Grafik. Bin ich immer ein bisschen misstrauisch, ob sich das wirklich lohnt, aber dieses Spiel hat wirklich durchweg sehr gute Bewertungen bekommen. Und auch wenn in den Bewertungen steht, dass das Ganze sehr lapidar und teilweise doch auch ein bisschen langweilig anfängt, soll das mit fortlaufender Spielzeit aber wohl doch schon recht creepy werden durch Sequenzeinblendung etc. pp. Ich habe das so noch nicht gesehen. Das Einzige, was ich mir angeguckt habe, waren eben 2 Trailer, die ich dazu gefunden habe. Und ich muss sagen, das sah aber doch recht interessant aus, so dass ich dem Spiel doch mal eine kleine Chance geben möchte. Und tja, also damit wollte ich jetzt nur sagen, falls das Spiel jetzt in den ersten Folgen vielleicht ein bisschen langatmig oder langweilig sein wird, dann weiß ich jede Schuld von mir. Ich habe vorgewarnt. So, und dann können wir jetzt, glaube ich, mal starten. Ich glaube sogar, das hier ist einfach nur mit Pfeiltastenbewegung, aber ich werde es gleich sehen. Das sieht ja unglaublich gut aus. Okay, F12 sollten wir also lieber nicht drücken. Die Einstellung habe ich natürlich vorher schon gemacht. Das ist ja ganz klar. Alles klar, das ist alles eigentlich, naja, eigentlich bekannt von früher, ganz frühen PC-Spielen. Aber ich denke mal, da sollten wir so durchkommen. Ja, natürlich. Na? Welcome, ladies and gentlemen. Boys and girls. How you all doing? Today, our exciting contestant is death-defying. Death-wall-defying, that is. He's a little tied up right now. Let's go check on him. Do you have any last words? Das fängt ja schon mal richtig gut an. Dann möge Gott deiner Seele gnädig sein. Okay. Ist das jetzt gerade übersteigerte Fantasie oder sollten wir gehängt werden? Naja, gut. Okay, so laufen wir. Ich bin wirklich gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Wie gesagt, jetzt zu Anfang haben wir anscheinend noch nicht allzu viel zu erwarten. Von daher sitze ich hier jetzt auch noch recht entspannt zurückgelehnt. War da unten im Bildschirm irgendwas? Tja. Ich möchte einmal, bevor ich zu dem leuchtenden Ding gehe, möchte ich erstmal schauen. Okay, da wird immer das Gleiche gesagt. Hier können wir. Ah. Teil 1. Okay, das haben wir anscheinend gespeichert. Ja, anscheinend.
Das ist sehr ruhig hier gerade. Halt, ich wollte da nochmal gucken. Ein Ja gut, mit ganz viel Fantasie ist das ein Auge. Okay, hier hinter können wir nichts machen. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich vielleicht... Ob ich vielleicht den Ton ein bisschen lauter machen müsste, ob hier, oder ob hier jetzt gerade wirklich kein Ton ist. Das, tja, bleibt mal abzuwarten. Okay, da kommen wir auch nicht rüber. Hier ist eine Tür. Nö, aber hört man. Also hoffe ich. Ich habe zumindest gerade gehört. Hidden Hack holds the key. Okay. Brauchen. Ah, okay, eine Tür, da kamen wir jetzt nicht so durch. Wohin kamen wir bei diesem Übergang einfach so durch in den nächsten Bildschirm und jetzt musste ich eine Tür aufmachen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Ich frag mich, was das hier... Also klar, das hier ist wieder dieses Poster, aber allgemein, was diese schwarzen Dinger hier sein sollen. Denn ich komme hier ja hinter, kann dann nicht groß was machen, aber das einfach nur Säulen? Sie sind sehr gleichmäßig angeordnet um das Poster. Aber ich vermute mal, das kann uns jetzt noch egal sein. Ja, wir haben eine Kassette. Schön. Ja, also, deswegen bin ich hier hingelaufen. Was war was? Okay. Wir sollten also wahrscheinlich keine falschen Entscheidungen treffen. Eigentlich können wir es noch ein bisschen anlassen, oder? Kommen wir hier oben durch? Nein, habe ich mir schon gedacht, weil bei den anderen nämlich... Okay. Dann weiß ich auch nicht, wie wir die aufkriegen sollen. Bei den anderen war ich immer so ein kleiner Lichtschein, wenn die offen waren. Ich lasse die Musik hier einfach mal laufen. Auch kein Schlüsselloch. Haben wir jetzt ja gerade noch eine Möglichkeit. Ich überlege gerade, ob ich die Musik vielleicht wieder ausmachen sollte, aber ich lasse das mal. Das ist ja schade. Ah, okay, ich hab's. Bin angekommen. Noch eine Kassette? Dann legen wir die doch auch mal ein. Huch, jetzt weiß ich nicht, was ich getan habe. Ich hab zu schnell gedrückt. Ah, die Qualität lässt ja zu wünschen übrig. Ja,
dare tread on her lonely space. Once upon a time in another place there was an Ohrenkrebs, so they say she cursed anyone who dare tread. Was bedeutet Heck auf Deutsch? Das würde vielleicht helfen. Ja, das will ich nicht hören. Das ist nicht so gut wie das andere eben. So, jetzt haben wir hier zweimal was Schönes gehört. Ach so, eine Hex ist eine Hexe. Allerdings finde ich hier gerade keine. Ich vermute echt, wir müssen da durch das Schwarz durch. Aber wir haben doch kein Licht oder so. Sollen wir da wirklich weitergehen? Weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wie ist jetzt. Was? Aber okay. Okay. Das, naja, jedem das seine. Wir können aber nichts irgendwie interagieren können wir damit nicht. Mit gar nichts hier. Außer wahrscheinlich mit diesem leuchtenden Sternchen. Und noch eine Kassette. Ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, sich die ganzen Texte mal zu merken. Denn ich vermute mal, die haben später noch was zu sagen, wenn wir hier so viele Kassetten finden. Ja, wechseln. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht mehr interagieren, damit wir den Text mal bekommen. Kein Text? Ah, jetzt. Das ist irgendwie nicht erbaulich hier. Mach mal aus. Ah, so bekommen wir die Tür auf. Also, wer hätt's? Also, ne? War doch zu erwarten. So. Und was haben wir hier? Ah, dann bekommen wir Licht. Sehr schön. Dann müssen wir da ja auch gar nicht mehr durchs Dunkel laufen, sondern wir können das Licht anstellen. Huch. Jawohl. Das habe ich mir gerade irgendwie anders vorgestellt. Okay, dann können wir jetzt ja wieder zurück und dann kommen wir jetzt auch durch die Absperrung. Ey, du da oben, wir haben dich ausgeschaltet, hör auf dich zu drehen. Was war das gerade? Ihr habt das auch gehört, oder? Okay. Ich habe mir gedacht, so ein kleines 2D-Spiel, das werde ich ja wohl ohne Probleme überleben, denn ich glaube, die meisten von euch wissen schon, dass ich ein durchaus ängstlicher und unendlich schreckhafter Mensch bin. Und das hier vorne, das
Das reicht mir schon wieder. Ich weiß, ich bin, was das angeht, sehr empfindlich und sehr sensibel. Aber, Mann, das muss doch nicht sein. Also, wirklich. Nein. Nein, nein, nein. Ja, lesen kann ich auch. Dazu zu sagen, haben wir aber nichts. Okay, hier hat sich aber nichts verändert. Aber wir wissen jetzt, dass wir beobachtet werden. Das ist, ziemlich uncool. Okay, ich überlege gerade, ob wir einmal zwischendurch vielleicht zurückgehen und speichern. Traue mich jetzt einfach mal. Ah, sehr schön. Hier ein Speicherpunkt. Sehr gut. Ich guck einmal kurz. Doch, ja, alles gut. Vergewissere mich bei sowas immer lieber nochmal. Es ist hier ziemlich dunkel. Hier glaube ich einfach erstmal geradeaus. Aber hier sehen wir gar nichts mehr. Ah, hier unten geht ein Weg noch. Das ist jetzt aber nicht der gleiche Weg, oder? Wir sind nicht weit hochgegangen. Oder wir sind, glaube ich, gar nicht hochgegangen. Mein Gott, ein bisschen schwarz und ich verliere völlig die Orientierung. Ich gehe jetzt mal zurück und schaue nach, wo wir rauskommen. Ich speichere trotzdem lieber mal.